Jo Moin, im heutigen Video spielen wir ein bisschen Miner Poison. Miner Poison ist ein Deck, was ich schon extrem lange spiele, was extrem viel Spaß macht zu spielen, was bei euch immer extrem gut ankommt und viele wollen dafür oder davon allgemein extrem viel Content sehen. Wir sind live im Streamer wieder extrem hochgepusht in Ladder. Es waren unfassbare Games, aber gegen wirklich extrem schwierige Matches. Es macht so viel Spaß zu spielen. Es macht euch auch besser. Wenn ihr mit diesem Deck Erfolg habt, werdet ihr allgemein besser in Clash Royale. Eins der Decks, womit ihr, wenn ihr nicht so gut seid im Spiel, fast jedes Matchup verlieren werdet, aber wenn ihr extrem gut werdet oder extrem gut seid mit diesem Deck, könnt ihr fast jedes Matchup gewinnen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um keine weiteren Clash-Reviews zu verpassen und denkt auf jeden Fall gerne dran, Code Mord im Shop einzutragen. Vielen, vielen Dank, jeder, der es tut. Kuss geht raus und dann würde ich sagen, Jungs, ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. Let's go. HM Vegetarier, Vegeta. Vegeta? Fack Etta? Der kann aber jetzt auf jeden Fall auch der Warlocks First Play. Ich hatte auch ein. Ja, spielt kein Bombenpump. Danke dir, Sweet Gaming YouTube, für die 50 Bits. Danke dir. Alles gut, mein Bester. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Support. Alter, holy shit. Danke für 1000 Zuschauer auch. Das ist echt unfassbar. Leute, kein Dragon Ball geschaut. Schwierig. Bin ich nicht in der Szene drin. Ich bin absolut nicht in der Dragon Ball Szene. Vielen, vielen Dank, Gerd nochmal. Und Sova und Levi. Ich bin absolut nicht in der Dragon Ball Szene, to be honest. Ich bin absolut nicht. Ist Dragon Ball Anime? Ich hoffe es mal, ne? Ich bin kein Anime-Fan. Heute kurz das Stream. Ne, wir streamen so. Kann, mal schauen. Ich denke so bis 23 Uhr werden wir schon streamen. Morgen auf jeden Fall wichtiges Spiel. Morgen CL, ich denke so 20 Uhr Start bei Bigspin LP auf dem Kanal. Kann ich gerne einschalten. Dann kam in der Chat. Schwierig. Schlechter Heal-Spirit, in my opinion. Hätte er ihn rechts gespielt, wäre es besser gewesen, hat er aber nicht. Deswegen kriegen wir eine komplett flawless Defense raus, sehr gut. Vielen Dank für den Support, wirklich. Das, ja, okay. Junge, japanischer Aal, was geht? Wenn du kein Anime feierst, dann verpasst du einiges. Nee, ich finde Animes, Digga, krieg ich Albträume von. Wir haben meine Worldbreaker. Ja, ich bin ja auch keiner, der jetzt sagt, Digga, wenn du Animes guckst, rede ich nicht mehr mit euch. Ist alles okay. Ich rede sogar. Ja, alles gut. Alles gut, Jungs. Wir könnten einen guten Heal-Spirit bringen, macht er aber nicht. Jetzt muss er einen Heal-Spirit oder Ice Golem bringen. Ice Golem, ja. Bubble war gefailed. Die connecten beide. Schlechter Heal-Spirit, der war komplett gehoben. Oh, Baby, ja! Noch mehr rein! Können die bitte nicht sterben vielleicht? Das Ding ist, er hat keinen Lock. Lock ist halt viel, viel besser gegen Warbreak als Bubble, weil Bubble die halt nicht knockbackt. Und das ist halt jetzt extrem schwierig. Wie wir loggen ist einfach schon mal, weil jetzt ein Heal-Spirit dahinter bringen könnte. Schwierig für ihn. Schwieriges Matchup für ihn, aber wir haben ihn auch sehr, sehr gut outplayed, muss man sagen. Aber sagen wir es so, hätte er Lock, hätte er auf jeden Fall mehr Chancen gehabt als mit Kollege Barbarian Barrel, weil es ist relativ schwer für ihn mit Barbarian Barrel die Warlocks zu killen. Ich würde sagen, es gibt Poison Spell. Log. Ich will Flawless eigentlich gewinnen, das wäre gut für die Konfidenz. Deswegen gewinnen wir das Spiel Flawless. Let's go. GG's, gefällt mir. Gefällt mir. Sehr, sehr nice. Wichtig. Richtig. Wichtig. Bin ich jetzt auch kein Fan von, aber was willst du tun? Was willst du tun? Philogonin und Mario. Skycoin, danke für 100 Bits, für 200 Bits. Alles Gute, Boss. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Support. Mach mal meine Wallbreaker. Ich habe Angst, dass er vielleicht mega nett hat. Er wird das Nadeln wahrscheinlich. Macht er nicht. Spielt ein Weird Champ Lumberjack. Spielt Bats, weil ich ganz genau weiß, dass er kein Zap und Cycle hat. Jetzt kann er sehr freeze, wir halten Zap ready, wird er nicht. Das heißt, wir machen jetzt Druck, um das noch ein bisschen zu punishen, ein bisschen Value rauszubekommen. Barrydan kommt, ja. Barrydan kommt, ist okay. Aber trotzdem wird der Ritter chippen, das sind da 3 Hits. 4 Hits. Ich glaube, es waren 4, ich kann nicht so gut zählen. Danke, ich Codex, den fehlt mir und vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich würde sagen, bringen meine rein, dann muss er es noch verteidigen. Er zappt das, nicht so gut. Jetzt muss er, die werden beide connecten, außer er macht jetzt einen Freeze. Macht er, okay, aber selbst Freeze reicht nicht aus, mein Sohn. What the? Ah, Mann, wir sind heute.
Wir hätten halt, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, wir hätten gewonnen. Er hatte nichts gegen Bales Ritter. Wir kommen, das Ding ist, wir hatten immer noch einen Exil-Vorsprung. Das sagt nicht alles aus. Das sagt natürlich hardcore. Ja, ihr wisst ganz genau, was ich machen wollte. Ich wollte direkt reingehen, weil wir einen Elixier, fetten Elixier-Vorsprung hatten. Die jetzt eigentlich hier vorhanden ist, meine Söhne und Söhne. Schwieriges Unterfangen hier. Egal, ihr könnt auf jeden Fall noch gewinnen. Meine Wolke geht jetzt rein, weil ich weiß ganz genau, dass da jetzt kein Nador, das heißt, er wird wieder freezen müssen. Ja, deswegen poisen wir das. Er hat einen Freeze aufgeworfen, wir werfen Poison drauf. Das lohnt sich. Das ist auf jeden Fall eigentlich ein hartes Matchup. Okay, wir müssen jetzt sogar auf der anderen Seite machen. Okay, Babylon ist raus, ist schon mal richtig nice. This is gonna be fun, my friends. Ein bisschen zu knapp gerade, okay. Wir können es immer noch gewinnen, aber wir können es auch immer noch verlieren. Warbreaker, falls er freest. Poison. Lock. Oh mein Gott, let's go. Oh, es war ein richtig schwieriges Match, aber wir haben es gewonnen. Let's go. Let's go. Richtig nice. Holy shit, Junge. Was für broken Mods habe ich? Viel Glück an ihn. Mal schauen, ob ich da mit Warbreakers an die Bridge. Kollege Cycle kickt mal wieder in die Ölsch. Richtig. Ja, warum sollten wir auch einen guten Cycle haben? Unnötig, unnötig, unnötig. Einer connected. Okay. Nächster Hock. Was geht wegen jetzt ab? Ist ja overaggressive. Das war aber kein guter Hock, mein Sohn. Impable 1103, du bist das im dritten Monat. Ich bin mein König, ich hoffe, es geht dir vorzüglich. Mir geht's extrem gut, ich hoffe dir auch. Vielen, vielen Dank für den dritten Monat. Ja, 65 Subs, holy shit. Vielen, vielen Dank für den Support. Nice, Elbschlechter, danke dir. Da sehe ich dich aber auch. Vielen, vielen Dank. Welp, das ist absolut nicht nice. Helfen Gegner? Warum spammst du einfach Minipack an die Bild? Bin nichts getan, Junge, geht her. Bombturm ist gut, jetzt bin ich cute. EQ war wasted, der EQ war extrem wasted. Wir führen jetzt, wir führen, okay, wichtig. Wichtig, wichtig, der EQ war bad. Erstens, Jörg war schon angeschreit, zweitens, aber noch Spielgobs, dritten, beide Türme sind an. Ja. Auch was an Followern abgeht, 78 Follower. Nach 14 und Stream haben wir selten geknackt. Vielen, vielen Dank. Holy shit. Auf dem Weg sind 60.000. Junge, Twitch wird durchgespielt. Dann ist. YouTube ist eh schon durchgespielt, Papa. Jetzt macht er jetzt auch. Ja, die World League wirklich interessant. Meine rein, weil jetzt hat er den nächsten Hawk. Bring jetzt hier schnell Bomb zum Speargobs. Genau, wichtig. Frische zu machen. Speargobs überleben auch alle. Perfekt. Jetzt rein. Poison drauf.
Miner rein. Bombturm auch rein. Ich use halt jetzt nur dafür den Damage für ihn, so. Wirklich Value bekommt er daraus nicht. Ich glaube, wir müssen einen Hog Rider. Ich muss mit Poison sogar einfach zum Cyclen. Oh, zu spät! Zu spät! Er wird jetzt offensiv EQ'en. Okay, stark gemacht von ihm, muss man ihm lassen. Aber es wird jetzt auch nicht viel bringen. Ich sage jetzt, vom Lock getroffen wird, wird sie nicht. Das ist ein bisschen unfortunate. Mal gucken, ob wir das jetzt einigermaßen beschissen bekommen. Das sollte eigentlich ein gutes Spiel Placement sein. Perfekt. Bringt jetzt schnell Wallbreaker aggressiv an den Bridge. Auch noch, jetzt wird er hier ein Delivery spielen. Wir bringen direkt einen Miner drauf. Er hat nichts, um den Miner zu catchen. Poison auch direkt drauf. Lock defensiv, damit wir uns ein bisschen mehr Zeit holen. Wir gewinnen das Spiel. Let's go. Sehr nice. Support. Nico, danke für deinen frischen Sub. Danke. Vielen, vielen Dank. Holy shit, Mann. Gehen wir Miner rein. Einmal so weiß, ne, Vikal. Alter, Nico. Hau uns ab aus einem Bebe-Fan. Vielen, vielen Dank, Nico. Null. Vielen Dank. Und Nico haut noch einen Zauber an Max. Vielen, vielen Dank. Alter, holy shit. Vielen, vielen Dank für den Support, Jungs. Ich hab richtig Bock. Ich hab 101 Bock offiziell. Junge, der. Nico haut noch einen Zauber an Six und Nico haut noch einen Zauber an Jonas. Vielen, vielen Dank. 70 Subs, Junge. Und ist ein Sparky. Und ich hab gar keinen Bock. Oh Junge, ihr habt genau gesehen, was ich wollte. Und ihr habt genauso gesehen wie ich, dass wir komplett gescammt wurden. Ich dachte, dass mit Poison. Oh, ich muss gar nicht erklären, ihr wisst alle, was ich gedacht habe. Ihr wisst alle, was ich gedacht habe. Das ist echt nicht so nice. Er hat halt Pfeile und Sepp. Ich dachte, dass der Spark, dass der Ritter ein Spark. Ja, egal. Es ist so dumm. Ich dachte, der Ritter überlebt das. Und kriegt noch. Oh, Baby, dafür ist der umso nicer. Wir sind zurück im Spiel. Bam. Let's go. XX Arrogance, danke für den Reset am dritten Monat. Wie viel haben wir gehen direkt rein mit meiner Bats? Ja, weil er extrem. Weil er gar keinen Sparky committen kann. Ich bin gespannt, was er macht. Ich habe Angst, dass er zappen wird. Er sollte eigentlich nicht. Wir hier haben Wallbreaker als Kite. Er macht es halt wirklich. Aber eigentlich, ja. Die sollten beide connecten, weil der eine Wallbreaker tag mit mehr HP. Das ist auf jeden Fall ein hartes Matchup, würde ich sagen. Was er macht. Wie ist denn die Bats? Die Bats waren extrem bad. Oder? Oh, Junge! Poison? Ja, ich wusste es! Ich wusste es, Junge! Und wir haben dich komplett hops genommen! Ja, Mann! Okay, Welp, Digga. Aufpassen. Digga, das habe ich jetzt keinen Bock mehr zu verlieren, bin ich ehrlich. Egal, wir taggen einfach alles und gewinnen das. Let's go! Let's go, Mann! Das war kein einfaches Match, aber wir haben es trotzdem gewonnen.